Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum SCB TV Talk im Grand Casino Bern. Ein Ort, wo es Glück braucht, um erfolgreich zu sein. Im Erfolg braucht es immer ein bisschen Glück. Das Glück, das ein bisschen fehlt in dieser Saison beim Schlittschuhclub Bern. Einer, der dem Glück ein bisschen nachhelfen kann, der ist heute mein Gast, der Goalie vom SCB, der Marco Bühr. Marco, herzlich willkommen. Danke, Simon. Hallo. Wie fest Glück braucht man in deinem Job als Goalie täglich, für das man am Schluss ein Spiel gewinnt? Da ist ja sehr viel Können dabei, aber wie viel Prozent Glück? Natürlich ist es harte Arbeit als erstes. Und dann sind es natürlich Feinheiten, wenige Zentimeter, die auch entscheidend sind, wenn die Scheibe an mir vorbeigeht, ob sie jetzt vom Pfosten eingeht oder gegen raus spickt. Und ja, zum Teil sieht man die Scheibe auch nicht und dann hofft man, wenn es ein abgelenkter Schuss ist zum Beispiel, oder einer, den ich nicht sehe bei der Abgabe, dass er vorbeigeht und hinten am Plexi oder an der Bande tönt und dann kann ich wieder aufstehen und retour fahren. Also doch sein das andere Mal, ja. Auch ein Glücksspiel, der Goalie-Posten beim SCB. Jetzt ist ja eine schwierige Zeit im Moment, oder? Man hat den Druck vom ganzen Club, man hat den Druck von den Fans, von der Presse. Der Psychiater im Film würde aber sagen, wie ist das Befinden? Ja, das Befinden ist gut. Wir haben jetzt die Olympiapause sehr gut können nutzen, ein paar Tage frei, den Kopf lüften, was enorm wichtig ist, weil die Saison ist schon sehr anstrengend, vor allem im mentalen Bereich. Man kämpft, macht und gleich ist man nicht auf dem grünen Zweig und das heißt jetzt sprich über dem Strich und das ist natürlich schon auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite sehr kräfteraubend und man wartet, dass man selber könnt den Knopf lösen und den Schritt noch machen. Ja. Du hast gesagt, wir hatten ein paar Tage frei, wir hatten eine Woche frei gehabt, nach dem Match gegen Freiburg. Wo bist du? Wo hast du dich entspannen können? Ich bin 4 Tage auf Zürich gegangen. Wir konnten unser Kind für 2 Tage meinen Eltern abgeben. Und bin ich ins Deutsche raus shoppen. Und also wir konnten wirklich den Kopf lüften. Ja. Was hast du für Gedanken gemacht in dieser Zeit? Sind die völlig fern vom Eishockey? Oder hast du schon gedacht, das und das müssen wir unbedingt angehen, wenn wir zurückkommen? Ja, so ein bisschen, am Anfang haben wir noch recht viele Gedanken auf dem Hockey. So nach 2-3 Tagen konnte ich mich können lösen und wirklich auf Freizeit können konzentrieren oder einfach loslassen. Und, was man besser machen kann, logisch, die Gedanken die haben wir immer. Vor allem, wenn man nachher weiss, jetzt in 2 Tagen kommen wir zurück und es geht wieder los. Aber das Wichtige ist, dass der Trainer sich die Gedanken macht und wir müssen eigentlich das ausführen, was er uns mitteilt. Und das sind sehr viele Sachen, die jetzt neu sind. Also dort haben wir dann eigentlich einen freien Kopf gebraucht, sondern nicht auch noch die eigenen Ideen müssen reinbringen. Ich selber habe natürlich schon auch ein Programm, wie ich nachher auf die letzten Spiele gehe, plus dann in die Playoffs starten. Der Countdown läuft eigentlich neben dem, was das Team hat. Ja. Wenn man jetzt deine Saison anschaut und nachher das Resultat, das am Schluss auf der Tafel steht, ist das sehr unglücklich. Das ist eine sehr gute Saison, spielst sehr solid. Denkst du das zwischen an mir würde es eigentlich nicht liegen oder ist das etwas, wo ein Gedanke, wo du nie würdest dir durch den Kopf lagen? Ja, der Logo haben wir. Man tut seine Leistung eigentlich analysieren, die von Mannschaft logischerweise auch. Und wenn beides zusammenstimmt, dann hat man ein sehr gutes Jahr. Wenn etwas nicht stimmt, dann muss man analysieren, was stimmt nicht. Und es ist ein Teamsport. Ich meine, logisch kann ich sagen, ich bin nicht unzufrieden mit meiner Saison. Wenn ich meine eigene Leistung vielleicht anschaue, und gleich hat es viele Spiele drin gehabt, wo ich das ein oder andere Goal unglücklich war, wo ich hätte anders reagieren konnte. Und darum kann man nicht sagen, es ist das oder das. Es ist einfach ein Teamsport. Aus diesem Grund habe ich diesen Sport auch gewählt. Logisch bin ich in den Einzelspielern jetzt auch im Team, aber ohne Team, ohne eine gute Verteidigung, gute Struktur, ja, ist jeder Goal ja auch weit, ja, wir haben nicht alles selber in der Hand, wie jetzt ein Roger Federer, der halt sein Team hat und er selber entscheidet auf dem Platz, was er macht. Von dem her ist es einfach ein Teamsport und jetzt gilt es auch zusammen dort rauszukommen. Und, ja. Das ist ja aber auch hässlich, oder? Weil du bist auf dem Feld bist du immer so wahnsinnig fokussiert. Du bist ganz in einer anderen Welt, das ist etwas ganz Wichtiges, ja, in deinem Spiel. Du bist komplett auf das Spiel fokussiert. Das rechts und links gibt es für dich eigentlich nicht mehr. Du bist voll da drinnen. Aber gibt es einen Moment, wo du daheim abziehst und dann zu deinen Verteidigern hergehst und sagst, hey Giele, der und so. Weißt du, wirst du mal laut? Oder ist das etwas, was du gar nicht kennst? Ja, sehr selten. Also generell ist es so, meine Verteidiger, die meisten sind so sehr lange in Bern, wir spielen ewig zusammen. Dort muss man gar nicht mehr, wenn es gravierende Fehler sind, dann muss ich gar nicht mehr noch etwas sagen. Die wissen genau, das ist ihr Fehler. 2 gegen 1, ein Querpass-Goal ist ein Verteidiger. Wenn einer den Rechts-Goal macht, ist es mein Fehler. Das sind klare Regeln, die gelten. Und
Natürlich gibt es zwei, drei Mal im Jahr, wo es auch wirklich den Nuki raushaut. Und wo ich das Gefühl habe, es ist zu wenig Unterstützung. Aber das gibt es bei manchen ein oder anderen Spielern natürlich auch, wo er jetzt sagt, hey, das ist genug, jetzt müssen wir einfach als Mannschaft besser spielen. Und ja, das gibt es. Man muss das Positive sehen in dieser ganzen Situation. Du hast mal gesagt, das hat mich interessant gedacht. Normalerweise schlafst du nach Niederlagen sogar noch besser als nach einem Sieg. Das heisst, du hast in dieser Saison fantastisch gepfuset. Nicht immer, nein. Ja, aber es gibt Situationen, wo ein aufreibender Sieg mit einer, weiss ich auch nicht, grossen, wenn wir 3-1 hinten sind, nachher kehren wir den Match noch und das war wirklich für uns enorm wichtig. Dann ist es viel schwerer zu schlafen, als wenn jetzt man verliert 4-1 und man weiss genau, die und die Fehler hat man gemacht als Mannschaft oder jetzt als Goalie auch. Ja, dann kann man schneller akzeptieren, weiss, dass wenn ich das ändere, dann ist alles wieder gut, dann spiele ich Normalform und dann lange es wieder. Und dann ist das zum Teil einfacher als andere, wo man dann wirklich im Himmel oben ist, im Moment schnell, wo man sich Retto holen muss. Das braucht dann ein bisschen mehr Zeit als andere. Ja. Und du hast natürlich Weltführerfahrung. Wir reden vom 13. Jahr beim Schlittschuhclub Bern allein. Ganz interessant ist auch die Szene, wo wir jetzt eigentlich drinnen sind. Die hast du schon mal genauso erlebt. 2005, nach dem Schweizer Meistertitel, habt ihr nachher müssen, im Strichkampf euch die Playoffs noch sichern. Und das habt ihr dann wahnsinnig gemacht mit einem 10-1 gegen Kloten. Den zumal. Du musst dich sicher noch erinnern. Was sind so Lehren, die du aus dieser Zeit oder eben allgemein aus 13 Jahren SCB kannst ziehen, die genau jetzt passen auf diese Situation? Ja, es ist sogar schon das zweite Mal. Im ersten Jahr, wo wir gespielt haben, 2002, haben wir auch im letzten Spiel gegen Fribourg können Qualifikation sichern für Playoffs. Und es ist schon so. Und auch beim anderen Jahr, am 5. gegen Kloten, ist ja nicht logisch das letzte Spiel das Entscheidende gewesen. Aber wir haben dem vorher schon mit Kloten zusammen um die Playoffs gekämpft. Und ich weiss nicht, seit Ende Januar haben wir beide sehr gut gespielt. Beide Teams, immer Kopf an Kopf. Beide haben ja eigentlich fast immer gewonnen. Und dann ist es auf den letzten Match angekommen. Es ist jetzt auch so. Wir hatten auch wieder eine Phase, in der wir sehr gut gespielt haben. Oder Lars kam, haben wir Punkte gemacht. Und jetzt wieder eine Phase, in der es nicht mehr so gut gelaufen ist. Und es bleibt bis zum Schluss ein Kampf. Weil viele Mannschaften wollen natürlich nicht, dass wir in den Playoff kommen. Würde es wahrscheinlich eher den anderen Mannschaften gehen, die mit uns im Strichkampf drin sind. Darum ist es umso schwieriger und es wird einem gar nichts geschenkt. Und es ist ein bisschen, wie schon mehrmals erwähnt, es ist eigentlich schon für uns die Playoff-Zeit seit längerem. Und jeder Match zählt, jede Minute in jedem Spiel ist eigentlich enorm wichtig. Ja. Du hast gesagt, es kommen Impulse oder es sind Impulse gekommen von der Trainerbank mit dem Lars Leuerberger, dann nach dem Anti-Turmanen. Jetzt kommt ein neuer Impuls, ein ziemlich starker, der Guy Boucher. Da hört man wahnsinnig viele Räubergeschichten, was das für eine harte Hund im Training. Was macht ihr jetzt wirklich mit euch? Jagt ihr euch wirklich dermassen über sie? Ja, das war im ersten Training sicher der Fall gewesen, aber er hat sicher die Intensität sehr hoch eingestellt einmal und verlangt dort alles, wenn wir die Übungen machen sind. Was er aber auch macht, ist viel taktisch. Schaffen wir enorm viel. Wir haben jetzt auch gerade den Moment und die Zeit, um das zu machen. Das System sieht nachher ein bisschen anders aus, als wir immer vorher gespielt haben. Und er pfeift halt jede Situation ab, die ihm nicht passt. Und das war am Anfang sehr viel. Und jetzt, mühsam, oder? Relativ mühsam für die Spieler, weil es einfach, und es ist auch egal, wer den Fehler macht, es wird einfach abpfiffen und dann müssen sie nochmal machen. Und zum Teil muss eine Linie dann irgendwie viermal anlaufen, bis dann wirklich funktioniert. Und ich persönlich finde das natürlich sensationell, weil das wird mir alles helfen, oder? Und der Mannschaft logischerweise auch. Und das ist am Anfang relativ mühsam, aber je besser, dass das dann funktioniert und wir hoffen, dass wir jetzt genau in einer Woche dann das Ding haben und alles klappt am Schnürchen. Ja. Also die Mannschaft ist parat, man ist gut eingestellt mit dem neuen Trainer, Guy Boucher. Was sind deine Prognosen? Was spricht für den SCB, dass die jetzt mit der Mannschaft arbeiten, die Playoffs? Ja, es ist klar, wir haben noch 4 Spiele. Es liegt in unseren Händen. 2 daheim, 2 auswärts. Und der Fokus ist ganz klar einfach auf das nächste Spiel, auf die ersten 5 Minuten dort. Und ja, es ist wie in der Playoff. Man darf gar nicht zu weit führen denken. Man darf nicht negativ denken, sondern wir sind überzeugt, wir schaffen es. Und wenn jeder das selber auch mit sich bringt, das in Spiele bringt und auch so denkt und alles rausholen kann und dann das Wettkampfglück auf unsere Seite ziehen, dann ist es gut möglich. Ja. Also es braucht gleich noch das Spürchen Glück, für das man nachher erfolgreich sein kann im Sportmarkenbüro. Für das alles Gute. Mäßig mal. Wir werden von der Ränge zuschauen und zujubeln und ganz fest Daumen drücken, dass es funktioniert und hoffentlich nachher in einem Playoff wird enden. Euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für das aufmerksame Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.